So, willkommen im Hotel Dortmund zur Live-Schalte von Sonnenglatt TV für unser tolles Angebot für das Deutsche Fußballmuseum oder das Montanium oder beides. Ich zeige euch mal das Hotel. Das ist unsere schöne Rezeption, wir haben uns für die Zimmer vorbereitet. Die gucken wir uns jetzt mal an. Dann gehen wir mal hoch auf die Zimmer. Und die Lobby machen wir dann später und das Restaurant, um alles dann auch wirklich schön anzuschauen, was wir hier alles haben. Also das Hotel hat 90 Zimmer, wir haben genug Parkplätze und wir sind nur 10 Minuten ungefähr von der Stadtmitte entfernt. Zimmer an. Die Zimmer aus Ende sind alles Superior-Zimmer für die Sonnenklar-Gäste. Es gibt ein kostenfreies Upgrade. So, das Hausgewinn ist noch fleißig am Putzen. Und jetzt gehen wir mal in so ein Superior-Zimmer rein und gucken, was das machen. Also, wir haben ganz tolle Betten, hohe Matratzen. Die sind über 30 cm hoch, schöne Topper, also richtig schöne weiche Betten. Müssen wieder schön hinmachen. Es gibt im Zimmer eine kostenlose Kaffeemaschine mit Kaffeespezialitäten. Milch, Zucker, alles da. Wir haben einen Bademantel im Zimmer mit Slippern für zwei Gäste natürlich. Und das Allerbeste im Zimmer ist der Ausblick. Und zwar direkt zum Borussia Dortmund Stadion, das man direkt vor der Tür hat. Genau. Also wirklich ein toller Ausblick, auch eine tolle Gegend, man kann da hier schön spazieren gehen und man ist ratzfatz in der Stadt drin, also es geht ganz, ganz schnell von hier. Ich selber laufe immer zum Fitnessstudio von hier, das sind ungefähr 2 Kilometer von hier, das ist ein riesengroßes Fitnessstudio, von dem wir Karten haben, wo die Gäste gerne daran teilnehmen können. Jetzt schauen wir uns mal das Bad in die Dusche an, wie das ausschaut. Geh ruhig mal rein. Genau, da haben wir eine schöne große Dusche. Jawohl. Alles da, Seife da, Shampoo da, ist wirklich alles da, schöne große Handtücher. Also wirklich alles picobello sauber und das ist jetzt wirklich im guten Zustand. Gut, dann gucken wir uns mal noch ein Zimmer an. Das Zimmer sieht fast gleich aus. Auch ein Superior-Zimmer. Wie gesagt, alle Gäste kriegen ein Superior-Zimmer für die Zeit. Auch hier wieder diese großen, hohen Matratzen mit dem Topper drauf. Also wirklich tolle Qualität. Und auch in diesem Zimmer der tolle Ausblick zum Stadion. Genau, also wirklich, wir sind wirklich toll gelegen hier. Auch zur Westfalenhalle ist es nicht weit. Zum Fußballmuseum, das ist genau am Bahnhof, da kann man entweder mit dem Bus hinfahren oder mit dem Auto, es geht beides. Das Deutsche Fußballmuseum ist ja bekannt, es gibt es seit ein paar Jahren in Dortmund, ist direkt neben dem Bahnhof und wer 2 Tage bleibt, der hat ja noch ein Spontanium frei, was ja ursprünglich mal die Bergwerk war, wo man sich anschauen kann, was die hier alles gemacht haben in Dortmund, bergwerksmäßig und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Ausflug, vor allem mit Kindern zu überspannen, auch das Fußballmuseum. Ich denke mal, für so einen 1-2-Tagestrip ist das genau das Richtige. Und jetzt gucken wir uns mal an, was es im Restaurant gibt und was es zum Essen gibt und was wir sonst noch an tollen Möglichkeiten hier in Dortmund haben. Genau, jetzt gehen wir die Treppe runter. Wir haben natürlich auch einen Aufzug, aber wir sind ja sportlich und laufen die paar Stufen wieder runter. Spätes Mittagessen, das ist eine Tagung,
Da gucken wir uns gerne das Buffet an, was die zum Essen bekommen. Und dann schauen wir, was wo das Essen stattfindet. Also das ist einmal die Lobby. Ja, wir haben auch noch einen kleinen Minimarkt. Falls jemand noch abends spät Hunger kriegt oder noch mal ein Bier mit aufs Zimmer nehmen möchte oder irgendwas in der Richtung. Die Preise sind wirklich total im Rahmen. Und jetzt gucken wir uns mal das Buffet an und das Essen an. Im Moment ist jetzt hier Mittagessen, spätes Mittagessen. Die haben etwas länger getagt wie geplant. Von daher gucken wir mal, was wir zu essen haben. Ja. Da sieht man schon die Dinge, die noch vom Frühstück da sind. Jetzt gucken wir mal, was es hier zum Leckeres zum Essen gibt. Das ist ein Leicht. Ja, so, das ist die Bar, die ist abends offen. Wir zeigen natürlich auch live Fußball. Im Moment läuft ein Interview mit Jerome Boateng. Und dann schauen wir uns noch mal die Terrasse an. Das ist der Kai. Genau. Also wie gesagt, ein riesen Parkplatz dabei beim Hotel. Das Hotel ist wirklich in tollem Zustand. Wir haben auch eine wunderschöne Terrasse, die haben wir jetzt neu gemacht. Die natürlich im Sommer wirklich toll ist, kann man abends ganz lang sitzen. Gestern Abend sind die Gäste hier bis um 2 draußen gesessen. Und es ist wirklich, wirklich schön. Und wie gesagt, das Fußballmuseum ist nicht weit weg. Das Montanium ist mit dem Auto 10 Minuten, mit dem Bus dauert es circa eine Viertelstunde. Und da ist man ganz, ganz schnell dort. Ich laufe gerade mal vor auf die Straße, dann kann man auch noch mal sehen, wie weit das Stadion weg ist. Das ist nämlich ganz, ganz nah. Wir sind auch direkt an der Autobahnausfahrt. Also, beziehungsweise nicht weit weg von der Autobahn. Und da sieht man schon das Stadion da vorne. Und also wie gesagt, es geht ganz schnell. Man kann auch sein Fahrrad mitbringen. In Dortmund sind alle Radwege total schön ausgebaut. Und man ist ruckzuck überall in der Stadt. Wir sind ein bisschen oben gelegen. Das heißt, die Fahrt rund in die Stadt ist relativ einfach. Da kann man es rollen lassen. Hoch muss man sich dann ein bisschen mehr anstrengen. So, und dann gucken wir uns noch mal kurz den Tagungsbereich an und was man ja sonst noch so machen kann. Ja, man hat auch Elektroscooter, die Möglichkeit hier diese ganz normalen Elektroscooter zu benutzen. Da kann man sich die App runterladen. Die gibt es in Dortmund überall. Also theoretisch kann man sich in der Stadt von Tier diese App runterladen und dann kann man hier am Hotel direkt so einen Scooter sich leihen und dann damit in die Stadt runterfahren. Das geht natürlich auch. Oder man nimmt sich von der Stadt an mit, wenn man runterläuft und mit dem Scooter zurückfahren, geht natürlich alles möglich. Man muss halt die App dafür haben, aber das ist ja kein Problem, kann ja jeder runterladen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier noch so Schönes haben an Tagungsbereichen und dann würde ich auch noch mal ganz kurz einen Blick in die Küche werfen, um zu schauen, was die da fleißig am Arbeiten sind. Also hier haben wir noch einen kleinen Tagungsbereich, aber das ist nur mal so, um alle Sachen des Hotels zu zeigen. In Wirklichkeit ist das ja eher für die Leute, die jetzt hier für mal 2 Tage herkommen und sich das Fußballmuseum anschauen wollen, eher nicht so wirklich geplant. Einfach nur mal zu schauen, was wir hier so alles bieten. Und die beiden Damen, die werden sie dann einchecken. Die Camilla und die Lea. So, wie viele Zimmer haben wir heute belegt, Lea? Fast alle. Fast alle? Sehr gut. Und was macht man dann hier in Dortmund, wenn man ins Fußballmuseum geht? Wie weit ist das ungefähr weg?
10 Minuten, glaube ich, gell? Ja. Maximal. Gut. Wie gesagt, hier nochmal das Restaurant. Alle sind fleißig am Essen. Und hier gibt es dann auch morgens ein riesiges, reichhaltiges Frühstücksbuffet. Mit Rühreier, Speck, Würstchen, Champignons, Käsesorten. Also es ist wirklich alles da, was das Herz begehrt. Und jetzt tun wir mal einen ganz kleinen Blick in die Küche reinwerfen. Zu Frau Steinführer. So sieht unsere Küche aus. Und dann können wir nochmal hochgehen auf die Zimmer und nochmal rausschauen, was wir sonst noch so haben. Also wie gesagt, es gibt natürlich auch einen Aufzug, aber ich laufe heute mal lieber. Wer ein Babybett braucht oder Zustellbett, ist natürlich alles möglich. Es gibt auch die Kindermäßigung, die ist natürlich auf der Sonnenklar-Webseite oder auch bei der Buchung natürlich alles möglich. Ups, habe ich den Schlüssel vergessen. So, hier, wie gesagt, nochmal hier das Zimmer. Wirklich alles da, was das Herz begehrt. Das hatte ich vorher vergessen. Es gibt natürlich auch kostenloses Wasser im Zimmer. Es gibt auch beim Check-in Wasser, wo man auch mitnehmen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten anschaut und ins Fußballmuseum geht, haben wir alles da. Und wie gesagt, wir haben auch den Shop da. Und dann haben wir natürlich das wunderschöne Stadion von Borussia Dortmund, was gleich um die Ecke ist. Da gibt es übrigens auch Touren, die man machen kann. Die sind nur nicht regelmäßig, da muss man immer anfragen. Man kann auch das Trainingsgelände besuchen von Borussia. Und jetzt hier den Saisonstart beobachten. Das ist natürlich alles möglich. Die trainieren hier live. Das kann man natürlich auch anschauen, wenn man das möchte. Stadiontouren sind auch da, die kosten aber Geld. Ich glaube, das sind um die 19 Euro pro Person. Aber es ist super interessant, man hat einen Einblick in die ganzen Katakomben, in die Umkleidekabinen von den Profis. Also es ist wirklich auch ein interessantes Thema, um sich das anzuschauen, wenn man Fußball interessiert ist. Und auch das Fußballmuseum ist ja bei uns mit drin. Und also ich freue mich auf jeden, der kommt. Und es ist super spannend. Ich wohne selber auch in dem Hotel zurzeit. Und bin total zufrieden. Es sind wirklich tolle Betten, alles komfortabel. Und ich glaube, der Preis ist unschlagbar mit dem, was wir alles reingepackt haben. Und wie gesagt, hier sind wir gerade hier am Auffüllen. Unsere Housekeeping-Leute, alles ist immer picobello geputzt und desinfiziert. Also da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Da halten wir uns an die absolut alle Standards. Und jetzt benutzen wir mal den Aufzug, damit Sie auch sehen, dass es wirklich geht. Genau. Das Hotel ist Anfang der 2000er gebaut, wurde vor 5 Jahren renoviert und ist in wirklich tollem Zustand. Also, das ist alles wie schön, die Matratzen sind ganz neu, die haben wir jetzt erst gekauft, gerade für die Superior-Zimmer, die sie bekommen. Also da schläft man wirklich gut. Wie gesagt, ich habe da die beste Erfahrung, weil ich bin meistens die ganze Woche auch hier. Gut, und dann bedanke ich mich und sage Tschüss aus dem Hotel in Dortmund. Und die Damen verabschieden sich auch nochmal und winken schön. Gut, das war's. Ich freue mich auf Ihr Kommen. Und es wird sicherlich werden tolle 1-2 Tage hier in Dortmund. Bis dann.